Hallo, hier bei Bastian mit Linja. Heute zeigen wir euch Blumenarmbänder, wie man sie bastelt. Wir haben einen ersten Teil für euch vorbereitet und einen zweiten. Beim ersten gibt es eine Variante mit 3 Gummis und beim zweiten gibt es eine Variante mit einem Häkelbogen. Viel Spaß! Dieses Muster hier nennt sich Starburst. Und hier haben wir innen ein Armband und außen dann sozusagen nochmal ein Armband drum gemacht. Genau, innen ist die Zweifachvariante, die wir euch jetzt gleich mal zeigen. Und drumrum, so, na, da geht ein Gummi über 2 drüber. Und das hier ist diese ganz simple, einfache Variante. Da geht immer ein Gummi über ein Gummi drüber. Das wird sozusagen dann außen nochmal lang gehäkelt. Aber das ist auch ein bisschen komplizierter. Das machen wir heute nicht. Das dauert länger. So, wir brauchen für dieses Armband ein... Wie nennt man das überhaupt? Wie das heißt? Das ist ein Häkelbogen. Häkelbogen. Okay, wir haben hier einen Häkelbogen. Sowas ist eigentlich in den meisten Boxen mit dabei, wenn man sich so eine kauft. Ja, und am Ende braucht man dann noch so ein kleines... Genau, Verschluss. Und wir brauchen natürlich Gummis. Ja. So, welche Farben nehmen wir denn? Naja, wir könnten hier erstmal anfangen mit... vielleicht rosa... Oh ja, so ein Jelly-Armband, das finde ich gut. Die mag ich. Rosa, lila, grün, weiß. Mhm. Und wollen wir es ganz bunt durcheinander machen oder regelmäßig? Also, naja. Ich würde regelmäßig machen, weil dann macht man. Am Anfang verdreht man Gummi wie eine 8. Macht den. So. Jetzt hat man da eine 8 drauf. Den nächsten Gummi, dann nehmen wir mal rosa, da macht man den drauf. Drauf, ja. Ne? Ohne verdrehen. Ja, ohne eine. Und kannst dann mal ein Stück halten, glaube ich. Dann, ja, und dann macht man noch einen dritten. Und dann nimmt man den unteren nach oben hier in diese kleine Lücke. Über die zwei anderen drüber gezogen. Ja. Und hier können dafür auch eine Art Haken, halt so etwas benutzen. Erwachsene zum Beispiel? Ja, dann geht man in diese kleine Rinne und schnappt sich diesen Gummi und macht den dann hier oben wieder rein. Drüber, ne? Ja. Das geht nämlich mit den kleinen Kinderfingern geht das gut, aber mit den dicken Erwachsenenfingern manchmal nicht so. Ja. Ist der Haken sehr praktisch. Und jetzt nehme ich Farbe lila. Und dann mache ich immer so weiter, bis Warte mal, man wie viele Gummis machst du jetzt drauf? Immer von jeder Farbe. Aber immer einen drauf, dann wieder drüber fädeln, drüber ziehen, dann wieder einen drauf und wieder drüber ziehen. Ja. Nur am Anfang macht man 3 hintereinander. Richtig? Ja. Dann muss man immer gucken, dass man immer 3 drauf insgesamt. Dann kann man den unteren nach oben holen. Das dauert jetzt eine Weile, aber am Ende wird es dann eigentlich schön. Und wenn man möchte, kann man so eine Armbänder dann auch vor der Haustür verkaufen. Das mache ich nämlich jetzt manchmal. Dann mache ich mit meinen Freunden Bänder und leg die auf so einen kleinen Tisch und dann nehme ich eine
Tasche runter mit etwas Wechselgeld und dann verkaufen wir. Mhm. Wie viel kostet so ein Band bei euch? 1 Euro. Man könnte das auch für sich und seine Freunde so Freundschaftsarmbänder machen. Gibt es denn Unterschiede bei den Gummis? Die eine Kiste mit den Anhängern drinnen, die war schon etwas älter und die hat dann jetzt nicht mehr, also die Gummis haben jetzt nicht mehr so gut gehalten. Hier ist jetzt auch schon bei den neuen einer kaputt gegangen. Aber das war dann halt ein Produktionsfehler. Das passiert ständig. Wichtig ist dann der kleine Haken. Den muss man dann am Ende dran machen. So, jetzt ist das Armband fertig und wir zeigen euch gleich noch etwas schwierigere Variante. Und ich wette, ihr könnt das auch.